Endlich! Ein freier Nachmittag allein mit meinem Lieblingskochbuch. Diana, Fish and Chips mit der Königin der Herzen. Und weit und breit kein Mitbewohner, der mich nervt. Och, gibt es etwas Schöneres? Hi Rod. Hi Niki. Du glaubst nicht, was mir heute Morgen in der U-Bahn passiert ist. Da saß ein Typ, der hat mich zuerst angelächelt und dann angesprochen. Oh, das ist aber wirklich sehr interessant. Ja, der war wirklich sehr nett. Also ich glaube ja, der wollte etwas von mir. Ich glaube, der dachte, ich bin gay. Was? Schwul! Und warum erzählst du mir das? Sollte mich das interessieren? Es interessiert mich nicht! Was hattest du heute zum Mittagessen? Rod, es gibt keinen Grund, gleich so aggressiv zu sein. Ich bin nicht aggressiv! Was kümmert mich ein schwuler Typ, den du heute in der U-Bahn getroffen hast? Lass mich in Ruhe, Niki. Ich bin am Lesen. Naja, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Aber es sollte doch möglich sein, darüber zu reden. Ich will aber nicht darüber reden, Niki. Diese Konversation ist beendet. Schluss, aus, fertig. Na gut, wie du meinst. Aber du sollst wissen, ich find's okay. Wärest du gay? Was soll die Show? Ich mag dich sowieso. Jetzt hör mal zu. Wäre ich du, dann geb ich zu, ganz cool. Ja, ich bin schwul, doch ich bin nicht schwul. Niki, bitte. Ich versuche zu lesen. Was? Wenn es so wär, Niki, nimm's nicht so schwer. Niki, ich möchte lesen. Ich steh zu dir, Niki, denn du bist gut zu mir. Mann. Und ich weiß, du wärst immer zu. Oh, was denn? Auch für mich da ganz cool. Würde ich sagen, ich bin schwul, doch ich bin nicht schwul. Bei dir geht's mir so gut. Prinz Charles, Prinz William, Camilla. Was kümmert es mich schon, was du mit Männern treibst im Bett? Niki, das geht zu weit. Nein, geht es nicht. Wärest du gay, sag ich nur hey. Ich höre das nicht an. Ich find's nicht schlimm. Nur weil ich anders bin, kannst auf mich zählen. Brauchst dich nicht quälen. Ist von Natur aus so. Bleib nicht inkognito. Bleib einfach cool. Ich mag dich sowieso auch. Schwul. Ich bin nicht schwul. Du bist nur schwul.